Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Ja, in der letzten Folge am Ende haben wir eine Einladung von Herrn Vogel bekommen und haben ein Kostüm zugeschickt bekommen, was wir ja wohl bei der Einladung tragen müssen. Allerdings ist mir noch was aufgefallen, als ich gerade abspeichern wollte. Und zwar hier in der Fallmappe, da haben wir Meister des Schlösserknackens. John wollte wissen, er hatte ja was gesagt, als wir diese Schublade angeguckt haben, dass die schon als Kinder versucht haben, die zu knacken. Das scheint mir eine Aufgabe von ihm zu sein. Ich glaube nämlich, dass mit diesen Händen da ist von ihm so eine Herausforderung gewesen. Ich gucke gerade nebenbei auf mein... das sollen Hände sein. Ja. Ja, genau, das war eine Herausforderung von ihm. Ich würde sagen, dass wir das anheften. Ich sehe auch gerade Gedankenspiele. Haben wir auch noch was Neues? Moment, da können wir... Bracht Mutter Tee, Geisteskrankheit. Geht, das geht nicht. Ich mache das mal, damit es ein bisschen schneller geht. Klicke ich mal rum. Mycroft stand Dr. Otto Richters Methoden argwöhnig gegenüber und vertraute ihm nicht. Ja, genau. Das war das Einzige, was wir noch machen können. Okay. Gut, dann... hatte ich das angeheftet? Ja, wir waren, glaube ich, hier unten drin, ne? Die Frage ist jetzt, bringt uns das... Haben wir uns das hier eigentlich angeguckt? Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace Deorum. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. So, ah, okay, jetzt ist was Neues drin. Gut, dass ich da doch nochmal hingegangen bin. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. Okay. Finde ich denn hier noch was? Ich höre immer so ein Zischen, aber... Ist hier noch was? Hallo? Ja, ich höre ein Zischen, aber ich muss doch irgendwas hier... Kommt denn hier nichts Neues? Bin ich leicht verwirrt. Also von hier aus könnten wir ihn jetzt theoretisch anschauen. Und ich höre hier die ganze Zeit ein Zischen, aber... Aber das bringt mir nichts. Das ist aber jetzt echt blöd gemacht. Was war das denn hier gerade? Das ist der Weg. It's a pity how many amazing things are missing from this room. Leute. Also entweder stehe ich jetzt hier gerade völlig auf dem Schlauch. Ach, das bedeutet, ich bin aus dem Weg rausgegangen oder wie? Hä? Ich verstehe es jetzt hier echt nicht. Da oben ist was. Da hat gerade was weiß geflackert. Ach so, das war hiervon. Ah, ja, ja, okay. Kratzspuren oder so. Es muss doch jetzt irgendwas geben. Moment.
Da habe ich jetzt aber auch gerade was gehört. Hä? Das sind die Sachen. Muss ich aus dem Raum raus oder so? Oder? Dann hoch. Das kann... Ah! The painting on the wall was slightly a tilt. He stopped and straightened it. Okay. Also es hat offensichtlich tatsächlich mit diesem Weg hier zu tun. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... Okay, also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass, dass es in der Bild wäre, aber okay. A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? I think this is what we're looking for. Ah, ich habe zwar keine Ahnung, warum jetzt auf einmal der Kamin an ist, aber okay, perfekt. Dann hat sich das doch noch gelohnt. Aber ich stand jetzt gerade so dermaßen auf dem Schlauch. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich da machen sollte. We made it. Yeah. So what's there? Nein. Single malt whiskey, Mycroft's favorite. Gifted by Queen Victoria herself. Okay. Eine halbvolle Flasche eines edlen Single Malt Whiskys, Mycrofts Lieblingswhisky. Wir fanden die Flasche in einer verschlossenen Schreibtischschublade im Kuriositätenkabinett, böses Wort, zusammen mit zahlreichen wichtigen Dokumenten. Erwähnenswert ist, dass es sich offenbar um ein Geschenk ihrer Majestät Königin Victoria höchst selbst handelt. Also wenn ich mir den Controller jetzt in den Nacken legen würde, dann würde ich eine Massage kriegen. Der hört gar nicht mehr auf zu vibrieren hier. Ich weiß nicht, ob er das gerade hört. Ah, jetzt. Ich dachte schon. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Okay. Otto Richter. Richter, vor allen Dingen. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Mycrofts Nachforschung. Otto Richter ist 45 Jahre alt und entstammt einer angesehenen Familie aus Bern in der Schweiz. Unverheiratet, kinderlos. Praktizierender Arzt mit einem Abschluss in der Universität Genf in der Schweiz. Die Promotion hat sich um ein Jahr verzögert, da es bei einem Praktikum zu einem kleinen Skandal gekommen war. Seine Eltern starben 1863 an der Cholera. Sein Halbbruder Klaus, 35 Jahre alt, ist der einzige verbliebene Verwandte. Der aktuelle Aufenthaltsort von Klaus Richter ist nicht bekannt. Zuletzt wurde er auf Cordona gesehen. Okay. Darf ich hier rausgehen? Ja, aber perfekt, dann haben wir das zumindest noch gelöst. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Ich hätte mir sonst was angetan, mir in den Hintern gebissen, keine Ahnung, wenn ich das jetzt übersehen hätte. Gut, dann können wir das jetzt wieder anheften. Okay, wir haben es die ganze Zeit angeheftet gehabt und können uns jetzt tatsächlich aufmachen und der Einladung nachgehen. Was problematisch wird, da ich gerade gar nicht weiß, wo wir überhaupt hin müssen. So, Gronsery ist hier gegenüber der Abtei. Da
Das ist die Abteil. Ich mach da jetzt schon mal in der Nähe was hin. Manchius Anwesen in der Turquoise. Gegenüber der Abteil. Turquoise, ist das nicht die Straße? Hier ist auf jeden Fall die Abteil. Ah, Moment, hier. Das müsste dann theoretisch da sein. Ich würde sagen, wir suchen einfach mal. So, die Frage ist jetzt, ob ich überhaupt richtig laufe. Doch, ich laufe richtig. Hier sind wir doch auch gewesen bei diesem einen Mordfall, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, wie heißt das nochmal? Manchius Anwesen. Was ist das hier? Nee, anscheinend nicht. Wie würde ich denn theoretisch da reinkommen? Also durch die Road hier. Nehme ich mal an, dass hier dann auch irgendwo der Eingang sein sollte. Theoretisch zumindest. That was the third in a row. Was? Was? Mich meinte die jetzt aber, glaube ich, nicht. So, ach so, ich sollte, ja, wir sind richtig, ich sollte mich aber vielleicht, umdrehen, wollte ich gerade sagen. Ich sollte mich aber vielleicht umziehen. Wo haben wir denn dieses wunderschöne Kostüm? Fürst der Finsternis. Ist das das, was wir bekommen haben? Ernsthaft? Okay, für völlig normale Leute. Ja. Sollten wir uns da nicht lieber schminken? Das sieht dann doch eher aus. Dezente Schminke? Nee, wo war das hier? Vampirblässe? Ist das nicht besser? Oder müssen wir tatsächlich eine Maske tragen? Wir probieren es einfach mal aus. Hier ist der Eingang, ne? I'm so sorry, but this is a costume party. Ja, was trage ich denn hier? Ist das kein Kostüm? Hallo? Okay, also mit der Schminke, das scheint nicht zu funktionieren. Dann machen wir das anders. Dann machen wir hier das rein und die Schminke wieder raus. Zack. Okay. Das war aber jetzt irgendwie doof. Ich meine, ganz ehrlich. Oh, halbnackte Mädels. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Okay, auf was für einer Party sind wir hier bitte gelandet? Das fragt Sherlock sich wahrscheinlich auch gerade. What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? Wo gehen wir denn am besten hin hier? Moment. Ach so, Moment, Moment. Ha, ha, ha. Genau, Klatschpresse. Wieder mal sowas Verstecktes. Ich hab's doch geahnt. Sowas überhöre ich dann immer und dann sehe ich es nicht und dann ist es weg. John bat mich, an Informationen zu gelangen, die ihm beim Verfassen eines Enthüllungsartikels helfen können. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, ich muss mit dem... Don't distract me. It's not easy to play blindfolded. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Gehors, I guess. Hallo? I'm a little nervous. Another glass should calm me down.
John, warum stehst du... Nein, ich frage gar nicht mehr nach. Oh, don't act like you haven't thought about it, darling. Nö, die Frau neben dir ist eigentlich wesentlich attraktiver. Aber gut. Kann ich mit dem reden? Na, halt, dreh dich um. Red doch mit dem. Is this familiar to you? Genau. Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Die wissen alle was darüber. Das Problem ist nur, dass sie nicht drüber reden. Can you satisfy my curiosity? I have nothing to hide, sir. But I've never heard of this. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. I guarantee we'll have a good time. Mm-hmm. Let me see that stallion up close. Also normalerweise sollte man ja die Leute, die hier arbeiten, befragen. Wanna go somewhere more private? Ja, gerne später, aber ich habe noch was zu erledigen. Excuse me, just one question. No, I've never heard of it. But I can help you with something else. Ja, ich weiß ja gar nicht mal, wie die da drunter überhaupt aussieht. I need a rest from my insatiable wife. Ja, schwierig, schwierig, die Frauen heutzutage. My husband thinks I am playing bridge here. Ja, immer die Wahrheit sagen ist doch eine gute Voraussetzung für eine Beziehung. Do you know anything about this? Excuse me? What? I'm not sure I know. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ich muss diesen... Moment, mit dir kann ich auch noch reden, aber... May I ask for your assistance? I have nothing to hide, sir. But I've never heard of this. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es eine einfache Lösung gibt, aber... Sherlock geht nach wie... Warum stellt er nicht die richtigen Fragen? Ja, ich merke, dass das so nicht funktioniert, ja. Nein. Sherlock, friend, I wasn't sure you'd come. Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. Huh. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. Das wäre sinnlos, das wäre fahrlässig. Ja, ist ja beides irgendwie... My mind already operates at a far higher level than most. I struggle to believe anything could improve it. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved?
Do you ever see what happened next? Visit the victims? Ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. Ich möchte das Getränk untersuchen. Okay. Könnten wir theoretisch, ne? If this solution truly does assist with thinking, then perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Okay. Lag der Schlüssel nicht gerade noch hier drauf oder habe ich den jetzt schon? Achso, ich habe den jetzt. Ich will aber eigentlich noch die Sache von ihm weitermachen. Ich hatte gerade schon befürchtet, dass das jetzt quasi ein Fail wird. Altarraum. Aber der ist wahrscheinlich dann hier, oder? Can you satisfy my curiosity? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Was mit euch? Honey, you feeling lonely? I'll be your friend. Ja, die üblichen Floskeln. Aber ich hätte gerne eine Antwort. Had to enforce the masks after the scandal. Moment, wie ging das nochmal? So. Okay. Jemand war krank. Könnte eventuell sein. Nee. Ungeladener Priester. Nein. Diplomatische Krise, auf jeden Fall. Zu arm für Teilnahme. Nee. Zu unattraktiv ohne Maske. Nee. Herzogin bloßgestellt. Verlorene Wette, denke ich mal nicht. Nach Vorfall entlassen, ja. Verlobter hat betrogen. Ja gut, das wird aber kein... Das könnte ein Skandal sein. Wie viele brauche ich denn? Ich mach das mal weg. Nicht. Okay, dann machen wir es nochmal. Hallo? Mancio's had to inform. Okay. Jetzt aber. Kein ungeladener Priester, keine verlorene Wette, eine Krise, Herzogin. Nach Vorfall entlassen. Okay, doch vier Teile. Ich dachte, man sollte nur drei nehmen. Okay. Klatschpresse. Gäste sprachen von einem Skandal während eines der früheren Feste. Vizegouverneur Coden wurde damals von seiner Gattin ins B, einer preußischen Herzogin, bei einigen jungen Männern erwischt. Oh, verstehe. Auch wenn die geplante Hochzeit aus politischen Beweggründen arrangiert worden war, schienen die Gefühle der Herzogin durchaus echt zu sein. Der Vorfall sorgte für eine diplomatische Krise zwischen Cordona und Preußen. Obwohl letztlich nur einige Protestschreiben ausgetauscht wurden, entließ der Gouverneur seinen Stellvertreter. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece and I can expose these base hedonists. Ich will nicht nach noch einem Skandal suchen. Bei denen kriege ich keinen mehr, oder? Die ist grün, aber
kann nicht mit der reden. Grünen Quatsch. Die hat so einen gelben Punkt, meine ich. Ach, Mann. Da bin ich reingekommen, ne? Hier kommen wir nicht rein. Ah. Mancio's family bought it. Okay, mehr über die gruselige Geschichte des Anwesens in Erfahrung bringen. So, dann starten wir mal. Teurer Wein, Option, gruselige Geschichte. Magische Kreise, keine Trümmer, verschwunden. Architekt und Okkultist. Okay, irgendwas müsste dann... Ach so, das reicht, die drei. Klatschpresse. Das Grundstück des Anwesens gehörte vor Machios Familie einem Architekten und Okkultisten. Dieser hatte sein Leben der Durchführung eines Rituals aus dem uralten Buch gewidmet, doch die gewöhnlichen magischen Kreise stellten sich als zu schwach dafür heraus. Aus diesem Grund baute er dieses Herrenhaus. Betrachtet man es genauer, kann man erkennen, dass seine Formen bestimmten magischen Symbolen entsprechen. Zudem sind in einigen Wänden Hohlräume zu finden. Eines Tages war der Architekt jedoch einfach verschwunden. Einzig ein Häufchen Asche auf dem Boden war von ihm zurückgeblieben. Vielleicht hatte er mit seinem Ritual ja doch Erfolg. I'll pin them down, Biscoop. Thank you, Sherlock. Gerne. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Das heißt, dass wir jetzt das quasi innerlich abhaken können. Und gab mir einen Schlüssel zum Altarraum, wo ich mich mit jemandem namens Fabio unterhalten soll. Das machen wir erstmal rein. Ja, und hier mache ich dann auch gleich leider einen Cut, weil das Ganze sonst viel, viel zu lange geworden ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao!